Moin Moin liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video. So, wo landen wir denn? Wo landen wir denn? Jetzt für die Sams. Leute, ist das nicht soweit Dienstag? Ist die neue Season 6? Heute haben wir tatsächlich einen kleinen Audiolog noch von Tony C gekriegt. Was es halt noch so gesagt hat, wie instabil der Nullpunkt halt eigentlich ist. Und ich meine, Leute, seht ihn euch mal an. Von hier aus sieht man das nicht gut. Aber das Ding ist lila wie ein Puma-Arsch. Das Ding hat Risse wie ein Puma-Arsch. Das Ding, bei dem geht's gar nicht ab. Die haben die Kontrolle darüber verloren. Und dass irgendwie die Magic Order und so alles zerfällt und so ganz langsam. Und John hier es halt nicht gut findet und halt nicht akzeptieren möchte. Halt ja, Leute. Es sagt uns ja auch schon in irgendeiner Art, dass es für Season 6 was Großes geben wird. Alter, das sind jetzt noch 4 Tage, glaube ich, die wir uns gedulden müssen. Digga. Den hole ich mir. Oh, vergiss es. Das, Digga, das ist unmöglich. Das ist richtig unmöglich. Das sollte ich uns landen, damit man hier jetzt einen aufpumpen kann. Ich denke, hey Leute, sag mir mal, wo ist die Logik, wenn ihr Salty, wenn ihr 3D Sense, was für Salty Springs, wenn ihr 3D Sense landet, wo ist die Logik, wenn ihr 3D Sense landet? Nur um ein Auto zu kriegen, womit ihr nach Salty Towers kommt. Hey, Leute, bin ich dumm? Oder ist da absolut null Logik hinter? Ich glaube, das ist null Logik hinter. Hä? Was ist jetzt die Truhe schon wieder? Digga. Cool, komm. Ja. Ich hatte auch wieder schon mal einen besseren Loot, muss ich sagen. Ja, ist doch nicht schlimm, Digga. Ist nicht schlimm. Ich mach das Beste draus, Leute. Ja, lol. Ich hoffe, mein Sasser, dass ihr das gerade gehört habt. Ja, Mann! Ganze Loot für mich, ja. Digga, wenn jetzt noch ein Abschlauer um die Ecke kommt, dann kann es sein, dass ich einen leichten Herzinfarkt kriege. Gib dir die Verbände. So. Auch das hier. Nein, 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 nein. Das letzte Verband noch. Das machen wir wieder zu. Jetzt mach einfach, komm. So. Hier war auch jemand. Das ist meine goldene Pistole.
Ah, es ist schon ein ekelhaftes Gefühl, wenn man eine goldene Waffe hat. Aus einer Truhe. Aber es ist nur eine Scheißpistole. Das ist so schmerzhaft, das Gefühl immer. Oh. Ich bin halt noch ein wenig dabei, meine Waren auszugeben. Momentan, glaube ich, mache ich wieder mehr Plus als Minus, weil ich irgendwie einfach keine Händler mehr treffe. Und ich meine, zu diesen 6 wird es ja keine Waren mehr geben. Und dann wird es einem auch nichts mehr bringen, 1000 Waren angekämpft zu haben. Weil ich meine, Leute, wenn ihr euch 70 Waren ankämpft, ne? Als 70.000, besser gesagt. Wenn euch 70.000 Waren ankämpft, die werden euch nicht springen, Leute. Ich sag euch ganz ehrlich, das hat Fortnite auch selbst gesagt, in Season 6 werden euch diese Waren nichts mehr bringen. Die werden diese Waren eh komplett aus dem Spiel entfernen. Also haut nochmal richtig rein mit euren Waren. Gebt die nochmal für Sachen aus, die ihr richtig haben wollt, wie so ein Raketenwerfer oder so. Kriegt man Raketenwerfer eigentlich, ja. Halt, ich weiß den Standort von einer Händlerin, die ist hier oben. Wenn ich mir ein Auto miete, schaffe ich es dahin. Ich muss mich nur beeilen, weil möglicherweise. Komm, da ist ein Lambo. Ja. Wie viel Treibstoff hat er noch? Bitte. Bitte über 70. Ah. Okay, komm, das schaffen wir. Fast die Hälfte noch. Mach mal die Röhre rein. Das Lied geht ab. Ja, Mann. Au. Okay, der Nullpunkt rastet komplett aus. Der ist so tot. Oh. Komm, einfach durchfahren. Ach komm, red dich ab. Verschwende ich deine Munition. Alter Scheiße. Einmal durch. Als ob das eine Quest war. Als ob das sogar eine Quest war. Na komm, fick dich ab. Da bin ich Treibstoff, ich weiß. Da macht das raus für aus. So. Das ist noch mehr Experimentation. Können wir uns. Nein, 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 nein. Ich habe fast alles eingeboxt. Hier ist noch eine. So. Guck mal die Hände an. Irgendwas wird die doch wohl für mich haben. Oh, bitte sag, das Haus wird noch nicht gelootet. Bitte, bitte, bitte. Sieht unbeschädigt aus. Da ist jemand, hat den gesehen. Habt ihr einen gesehen? Habt ihr einen gesehen? Das Auto? Das ist auch egal. Und oh. Okay, hier war jemand, hier war jemand. Oh ja. Als ob es nur einen Schuss hat. Junge. Hast du Munition für mich? Saufkanone. Danke vielmals. Ja, finde ich einen Raketenwerfer und es hat nur einen Schuss. Ein Schuss! Es hat nicht mal was im Nachladen. Einen Schuss habe ich hier. Du hast auch keine Munition, du hast eine Saufkanone, Junge. Saufkanone juckt keinen. Sie juckt wirklich gar nicht. Die Saufkanone habe ich einmal gespielt. Kein Schwein dafür wird spielen. Mal nachkommen. Wollen wir mal raus. Das ist eine Saufkanone wieder. So.
Ja, ein Schuss, Leute. Es ist ein Schuss. Ich werde ihn gut einteilen, Leute. Vielleicht finde ich ja Munition oder so bei einem Händler. Ach nee. Wie es sollte irgendein Händler zufällig Munition für mich haben. Über Raketenmunition findet man fast gar nicht mehr. Wirklich, wenn man einen Schuss findet, ist man glücklich, wie sonst was. Ist denn der Hund? Ich hätte die Genesung, glaube ich. Ich gehe wieder zurück und rekrutiere die, ich sag euch. Ich gehe wieder zurück und rekrutiere die jetzt. Wieso habe ich das nicht gerade schon gemacht? Ich muss meine Goldbarren ausgeben. Zudem einen kleinen Bodyguard an der Seite zu haben, ist echt nicht verkehrt. Ach so, ich dachte gerade, aber das war ja nur meine Gebäude. Ja, jetzt lädst du mich ein, ne? Hab dich gerade stundenlang eingeladen. Jetzt, wo ich mal in der Runde bin und eine Aufnahme starte, kommst du wieder. Nee, nee, nö. Nö, 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 nö. Lass mal. So, komm. Was hast du? Ja. Es kommt mit, vielleicht oben noch was mit der Position. Ah. Komm. Wir müssen uns aus dem Stau machen. Ich guck mal ganz kurz. Pleasant Park wird gleich wieder zum Kriegsgebiet, das spüre ich richtig. Pleasant Park wird zum Kriegsgebiet, ich sag euch. Vielleicht sieht mich ja niemand, wenn ich in dem Busch bin. Dass mich jemand sieht, ist schon recht unwahrscheinlich. Nur meine gelben Haare sind ein bisschen. Und meine Händlerin sind ein bisschen. Gut, da ist ein Loot-Drop gerade gelandet. Komm, den holen wir uns. Wenn ein Loot-Drop öffnet. Halt generell, wenn man so einen Loot-Drop läuft, zieht das viel Aufmerksamkeit auf einen, weil ich meine, da ist gerade wieder einer geöffnet worden. Da ist auch noch ein Typ. Hallo, hallo. Dummy, ne? Okay. Komm, hurry up, hurry up. Ich will echt nicht von der Seite gesniped werden. Ah, oh, das Sniper ankommen. Ich kann den Raketenwerfer wegpacken. Den brauche ich halt wirklich null eigentlich. Spreche ich nochmal Sami an, vielleicht hat der was für mich. Ja, komm. Bist du behindert gewesen? Hey, was hat der? Hey, was hat der vorgehabt, Leute? Kann mir das irgendjemand sagen? Ich meine, hä? Ich werde so oder so nicht verstehen, was sein Ziel war, ne? Alter, ich habe 30 Sprungfelder jetzt. Der hat auch wieder Sprungfelder mitgetragen. Ich weiß, das Einzige, was in Fortnite ist. Schildtränke für mich. Alter, der hat guten Loot, auch wenn er behindert wie eine Knackwurst war. Das könnte tatsächlich, vielleicht kann er mir, nee, der Sturm. Ich muss direkt durch Pleasant Park durch. Ich gehe rechts rum. Ich gehe rechts rum. Pleasant Park ist immer noch ein Kriegsgebiet, Leute. Nicht vergessen. Gut, da ist kein Gegner. Mein altbekannter Trick, dort markieren und wenn das rot markiert ist, dann ist da ein Gegner in der Nähe. Na komm. Niemand wird mich sehen. Duck dich. Egal, duck dich. Fast wäre dieses Gebüsch auch noch in der Zone gewesen. Ich muss an den EU-Wachen vorbei.
Gerade liegt es im Gebüsch da. Die werden mich nicht sehen, die werden mich nicht treffen. Komm. Ja, Mann. Halt auf zu schießen, wir wissen, dass ich hier bin. Ja, lol, die bauen es ab, die machen 300. Digga, nee. Digga. Das nehme ich mir jetzt wirklich nicht. So. Nummer 2. Oh, ja, mein Bodyguard ist kritisch. Digga, nein. Ihr seid der komplette Ehrenlose. Ich hab meinen Bodyguard getötet. Och nö, ja komm. Ich wette mit euch, dass er wahrscheinlich nicht mal einen Treffer gelandet hat. Weil der so schlechtes Aim immer hat. Weil die haben von Natur aus liegendes Aim. Da muss man sich auch nicht groß verlassen. Weil die sind einfach schlecht. Komm, was ist da vor dir? Nein, da macht, glaube ich, God-Mode-Glitch. Der versucht, glaube ich, den God-Mode-Glitch. Damit ist man im God-Mode, glaube ich. Oder halt irgendein Glitch war das, den er da versucht. Das weiß ich noch ganz genau, daran erinnere ich mich noch. Das war vor locker einem Jahr, habe ich das mal auf TikTok gesehen. Aber spielt ja keine Rolle. Weil ich weiß auch, dass das ein Glück war. Der Kerl kann sich halt wahrscheinlich auch daran erinnern. Und der Typ weiß nicht mal, von wo der Sniper kam, Digga. Wow! Was ist denn da gerade passiert? Alter! Digga, den hat's zerfetzt! Den hat's wortwörtlich zerfetzt! Ist das halt nicht auf den Schlaf zu machen? Digga! Digga! Ey, nein, der darf nicht tanzen! Der darf nicht tanzen, das ist nicht erlaubt, Digga! Ja, Entschuldigung, Mann. Da kann ich auch nicht für. Das sind halt Epics Regeln, Digga. Digga, was soll ich machen? Das sind Epics Regeln, Junge. Du kriegst ja eine Meldung in deine Fresse, wie ich eine Meldung kriegen würde. Läuft das halt mittlerweile in Fortnite, ne? Verstanden? Gut. Oh nice, was hab ich denn da gekriegt? Plasmawerfer. Fadenkräuter, Junge. Und das, ja, das war wieder richtig knapp. Komm, Digga, nächste Runde wird besser. Danke, Leute, fürs Zusehen. Ich mache jetzt ein. Ich beende jetzt die Aufnahme und dann kommt direkt ein neuer. Okay. Tschüss.